So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu den Handelsideen für Donnerstag, den 5. Juli 2018. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie an dieser Stelle wie immer jeden Börsentag herzlich willkommen, mit mir einen Blick in die Märkte zu werfen. Ich freue mich auch über viele Live-Zuschauer. Ludger, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch an dieser Stelle hier im Live-Webinar. Wer Fragen hat, hier im Webinar auch live zuschaut, scheuen Sie sich nicht. Wenn Sie Lust haben, mal von mir einen Blick in einen Ihrer Lieblingscharts werfen zu lassen, machen Sie das einfach. Tippen Sie hier im Chat auf Facebook einfach den Wunschmarkt ein und wir schauen, sofern es die Zeit zulässt, auch auf den ein oder anderen Wunschchart. Und damit würde ich nicht gern lang noch viel um den heißen Brei vor den Handelsideen sprechen, sondern wir gehen direkt rein. Wir starten mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist im Börsenhandel so, ne? Wer etwas macht, der kann auch was riskieren und wenn es halt nicht so läuft, dann gibt es halt die Verlustbegrenzung. Dafür ist es auch da. Also an dieser Stelle, das war der Risikohinweis. Elena, schön dich hier zu sehen. Auch dir von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Wir starten nach dem Risikohinweis mit dem Blick auf die Nachrichten. Warum machen wir das? Wie jeden Morgen? Na klar, damit wir sehen, um welche Uhrzeiten eventuell ein bisschen mehr Bewegung als normal in den Markt kommen kann. Da gibt es die Nachrichten für. Die sind immer sortiert nach Relevanz. Höchste Relevanz ist die 3. Da ist der Impact in der Regel am größten. Gefolgt von der 2 und der 1. 1 läuft meistens so ein bisschen am Rande mit hin und her. Deswegen habe ich hier in den Morgennachrichten nicht ganz so den Fokus auf diese Zeiten. Aber wer das gern möchte, schauen Sie ruhig in die Wirtschaftskalender rein. Da sehen Sie alles, was am Tage ist, auch aus anderen Ländern. Ich fokussiere mich hier meist auf US-Dollar und dem Euro-Raum, weil das der Markt ist oder die Märkte sind, die mich persönlich am meisten beeinflussen. Es gibt natürlich noch den britischen Pfund. Für die ganzen Währungen, die wir hier betrachten, gibt es natürlich immer wieder Nachrichten von den Zentralbanken zum Beispiel. Das hat immer Einfluss auf die Währung. Also wenn Sie hier Ihre Währungen auch traden, schauen Sie ruhig immer mal auch auf die Tagesnachrichten um die entsprechenden Währungen, wenn beispielsweise auch Öl auf der Agenda steht, dass da Nachrichten kommen, das hat häufig auf Impact auf den Kanndollar, rohstofflastige Währungen wie den Australdollar beispielsweise, da gibt es halt immer Zusammenhänge, Kausalitäten, da ist es gut, wenn man das definitiv auf den Schirm hat. Was wartet heute auf uns? Um 8 Uhr gab es den Auftragseingang in der Industrie hier in der Eurozone, das ist schön zu sehen, wir hatten hier, wie Sie sehen können, hier hatten wir die Prognose von 1,1 als Wachstum, aktuell 2,6. Das ist eine tolle Nachricht, weil der Auftragseingang in der Industrie etwas deutlich höher gewesen ist als das, was erwartet worden ist. Ansonsten 14.15 Uhr, hier steht es geschrieben, aus den USA. Da gibt es den ADP-Beschäftigungsindex bzw. die Änderungen in den Beschäftigung für den Monat Juni. Um 16 Uhr gibt es den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung aus dem Monat Juni. Um 17 Uhr gibt es, weil gestern war Mittwoch, das Thema Rohöl konnte man nicht machen, weil da waren die Märkte in den USA geschlossen. Also gibt es das heute. Um 17 Uhr gibt es alles Neue zum Rohöl-Lagerbestand. Und um 20 Uhr gibt es das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also Sie sehen hier einiges an wichtigen Nachrichten heute im Laufe des Nachmittags. Was haben wir noch in der Region 2? Um 12:45 spricht der Bundesbankpräsident Herr Weidmann. Um 14.15 Uhr spricht Herr Mersch von der EZB. Also gibt es ein bisschen Nachrichten von der Geldseite hier in Europa. Das sind so die wichtigsten Dinge, die wir hier auf der Uhr heute haben. Und damit gehen wir in die Handelsideen für den heutigen Tag. Wer den Blog schon gelesen hat, machen Sie das ruhig. Das ist gut, wenn Sie den Blog auch vorab lesen, weil da können Sie häufig auch Ihre ersten Setups planen und vielleicht die ein oder andere Frage auch zum Setup noch stellen. Und damit schauen wir in den Australdollar, US-Dollar. Wir haben heute den Kanndollar, Schweizer Franken auf den Uhr und mal wieder US-Dollar, südafrikanischer Rand. Ilma, ich sehe, du bist auch dabei. Einen schönen guten Morgen an dich. So, und damit direkt in die Charts hinein. Ich öffne hier direkt den MetaTrader
von Tickmill. Nicht verwirren lassen, dass das heute hier so bunt aussieht. Das sind halt einfach meine Märkte, die ich mir hier immer mal anschaue, auch in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach einmal an mit der Idee im Candler. Hier haben wir den Tageschart vom Candler und da sehen wir einen abwärtsgerichteten Markt. So, was haben wir im abwärtsgerichteten Markt? Na klar, der Markt läuft runter, wir haben einen Abwärtstrend, wir haben momentan, das sehen wir ja, eine Korrektur. So, und wenn man davon ausgeht, dass sich ein Trend in der Regel eher fortsetzt, als dass er bricht, ist das hier eine tolle Situation. Warum? Wir haben eine relativ tief gelaufene Korrektur. Ich habe Ihnen das mal eingezeichnet, die Bewegung habe ich mal ausgemessen und wir sind hier mittlerweile auf dem Weg in die 70% Korrekturzone. Wir hatten hier unten dieses Level, was ich für Sie markiert hatte, wo wir sehen, hier ist dieser Trend fortgesetzt worden. Die Bewegung ist halt weit gelaufen, jetzt schön weit korrigiert. So, und jetzt sehen wir ein Verhalten der Marktteilnehmer, wo wir ablesen können, so richtig hoch wollen wir momentan noch nicht so. Also wir sehen das hier oben an diesen Tageshochs, die immer mal so ein bisschen in diesen Widerstandsbereich reinluken und dann aber wieder auch immer wieder zurückfallen. Das heißt, da setzen so immer wieder Verkäufe an dieser Seite ein und das ist so ein bisschen ein Schwächezeichen. Also wenn man das ganze Ding auch mal in der Verortung sieht, dann können wir sagen, okay, hier gibt es jetzt wie immer auch zwei Varianten. Variante 1 wäre, irgendwann fängt sich der Markt hier und läuft doch nach oben, weil wir pieksen ja immer hier oben ran. Wir sehen hier oben steigende Tiefkurse, aber wir haben auch leicht fallende Kurse nach unten. Das heißt, das, was sich hier so ausbildet, ist so eine Art Keil, die wir hier in dieser Region haben. Wenn man mal diese Schräge hier oben reinnehmen würde, das wäre halt ein Zeichen, so ein Keil, der wird in einem Abwärtstrend nach unten gebrochen und gilt sozusagen als Korrekturendmuster. Läuft der Markt doch hoch, er kann ja noch ein Stückchen weiter korrigieren, bis hier oben in diesen Bereich rein, was ich mit 100% markiert habe. Bis dahin könnte der Markt ja korrigieren, ohne in irgendeiner Art und Weise diesen Abwärtstrend zu brechen. Also wenn das passieren sollte, dann können wir hier nach oben laufen und sozusagen die Tageshochs auch einmal mit hineinnehmen in den Markt und auf der Oberseite noch ein bisschen Korrektur sehen. Das wäre ein Szenario, was durchaus möglich ist. Ich sehe gerade, der Gilbert Kreuzthaler ist heute Morgen auch dabei. Gilbert, schöne Grüße nach Österreich. Ich freue mich, dass du hier auch einmal zuschaust, was wir hier in den Märkten alles machen. So, also, wir waren hier im der Korrektur. Wie schon gesagt, sie könnte noch weiterlaufen. Aber was wir hier momentan sehen, ist einfach ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer nicht so richtig nach oben wollen. Und wenn es denn tatsächlich dazu kommt, dass wir hier nach unten rumdrehen, dann haben wir hier natürlich eine geniale Situation, weil wir können aus einer tiefen Korrektur her raus runter traden in Richtung dieses Tiefs hier unten, in diesem Trend- bzw. Bewegungstief, was wir hier unten hatten, bei den Preisen von um die 0,73977. Also eine geniale Situation, wenn der Markt bricht. Nach unten hin hätten wir dann die ersten Anlaufpunkte. Na klar, im ganz kurzen Bereich erstmal um das Tagestief von gestern bei 0,75341. Was kommt noch? Wir haben hier noch ein paar Tagestiefs unten liegen. Ich beziffere die jetzt mal nicht einzeln mit den Preisen. Sie sehen ja, was ich meine. Deswegen erkläre ich das Ganze ja hier. Wer hier, wenn jemand Fragen hat, einfach nur Fragen. Aber wir haben die Tagestiefs unten anliegen. Und das sind immer schöne Anlaufpunkte, die die Märkte sehr, sehr gern suchen. Also wenn der Markt hier rumdreht, wir sehen das dann auch in der Stunde. Wir sehen hier oben in der Stunde momentan immer so ein bisschen oben anlaufen, dann geht es wieder runter, anlaufen, runter. Und das sind halt die Dinge, sobald sich hier in der Stunde sozusagen ein Bruch von so einer Aufwärtsdynamik hier ergibt, das wäre das erste Signal, ha, jetzt kann es nach unten gehen. Das macht dann natürlich Spaß, sowas relativ früh entsprechend auch mit zu traden. Und damit vom Candler Schweizer Franken in den nächsten Markt hinein. Wir gehen mal hier in diesen Chart hinein. Wir begucken uns jetzt nicht hier den WTI, obwohl dieser Markt auch momentan sehr, sehr spannend ist. Hatte ich ja letzte Woche auch einen sehr schönen Trade gezeigt, den ich hier gemacht habe. Nein, wir schauen hier direkt in den nächsten Markt und zwar in den Austral-Dollar, US-Dollar. Gucken wir uns das Ganze mal an. Den hatten wir auch schon das ein oder andere Mal auf der Uhr. Ich sehe gerade Dirk. Guten Morgen, Dirk Albrecht. Heute wird die Liste richtig lang. Ich freue mich, dass wir hier live Zuschauer in dem Markt auch haben. Es ist eine spannende Geschichte, was wir hier machen und das freut mich, dass immer mehr auch live zuschauen. So, also zurück zum Austral-Dollar. Wir sehen hier einen Abwärtstrend. Ich habe den für Sie mal blau in den Markt eingezeichnet und was wir hier noch sehen ist, wir sehen in diesen Trends, in diesen Bewegungen und auch den Korrekturen sehen wir immer wieder die Bewegungs- bzw. Korrekturtrends. Wir haben jetzt hier eine Situation, ich habe Ihnen mal den Bewegungstrend schwarz mit eingezeichnet. Der ist jetzt gestern Abend hier auch wieder in den Markt, in das Hoch hineingelaufen und ist schon leicht über dieses Hoch hier drüber gegangen, was das Korrekturhoch sozusagen gewesen ist. Nun ist die Spanne nicht so wirklich gigantisch groß, aber der Markt hat hier das erste Mal drüber gelugt. Aber sofort
in diesem Moment wieder abverkauft. Sie sehen es an der Tageskerze. Ich mache das mal ganz kurz etwas größer für Sie, dass Sie es sehen können. Also Sie sehen es, diese Tageskerze hat mal drüber gelugt, also eigentlich diesen Trend laut Lehrbuch gebrochen. Und jetzt muss man einfach schauen, was passiert. Das heißt, an dieser Stelle gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Im Sinne dieses übergeordneten Abwärtstrends, also dieses großen und auch dieser Bewegung, wäre es natürlich jetzt gut, wenn diese Schwäche sich nach unten hin fortsetzen würde. Da hätten wir im kurzfristigen Bereich erstmal wieder Luft bis hier unten hin in diesen Tiefbereich, den wir hier unten gehabt haben. Und das sind dann so die Preise von um die 0,73133. Das würde dann, ich mache den Chart mal noch etwas kleiner, dass wir etwas mehr Historie sehen. Das würde dann bedeuten, wenn der Markt weiter runterlaufen möchte, dann hätten wir hier unten in diesem Bereich von, so, hier, diese Korrekturtiefs, beziehungsweise nicht die Korrekturtiefs, diese Tiefs, die wir hier hinten gesehen haben, das ist schon von der Historie sehr, sehr weit weg, aber das sind so Level, wo der Markt doch durchaus mal ranlaufen könnte. Das wären hier so die 0,72866, beziehungsweise dann noch etwas tiefer gesehen hier, so dieser Bereich um die 0,72405. Das wäre auf der Unterseite mal etwas, was man im Blick haben könnte, wenn der Markt nach unten läuft. Das wäre das erste Szenario. Das zweite Szenario wäre der Punkt, dass wir sehen, okay, diese Bewegung, die wir hier haben, die ist schon relativ weit gelaufen. Das sehen wir halt auch, dass hier unten nicht mehr wirklich Dynamik reinkommt. Heißt also, der Markt könnte hier ohne weiteres auch rumdrehen. Dann würde er natürlich nach oben anlaufen und dann hätten wir das, was ich gesagt habe, das wäre dann eine Bestätigung von diesem Trendbruch. Wir hätten hier eine Aufwärtsdynamik. Was dann natürlich interessant wäre, ist, dass der Markt erstmal das Tageshoch von gestern bei 0,74227 anläuft, gefolgt dann, ich habe es hier oben reingelegt, wir haben hier einige Hochs relativ nah dran liegen, bei 0,74441 beziehungsweise 0,74536 oder 556 sind das hier oben und dann haben wir hier oben noch das dritte schon liegen bei 0,74821. Sie sehen, wenn diese Marken so lang oder so eng beieinander liegen, ist das halt immer schön zu sehen, weil der Markt läuft halt häufig dynamisch und wenn diese Werte so eng zusammenliegen, dann kann es schön starke Aufwärtsdynamik geben, dann sehen wir halt beispielsweise manchmal auch sowas hier, wie diese lange Aufwärtskerze und diese lange Abwärtskerze, wenn halt vom Prinzip her die entsprechenden Marken relativ nah auch dran liegen, dann kommt halt diese Kursdynamik und das kann hier ebenfalls passieren und das wäre dann das Szenario, dass der Markt nach oben läuft. Also hier wirklich eine Stelle, wo wir uns als Jäger nach guten Trades einfach nur auf die Lauer legen müssen und warten müssen, bis der Trade zu uns kommt. Schauen wir uns das Ganze mal in der Stunde an, da sehen wir es auch. Jetzt sehen wir halt das, was gerade so nach unten läuft. Ne? Wir sehen, dieser Aufwärtstrend hier wurde gebrochen, dieser kleine. Jetzt haben wir hier wieder einen Abwärtstrend, aber der wird auch immer flacher. Und das Schöne ist, wenn der immer flacher wird, er wird halt auch relativ schnell gebrochen. Und wenn wir dann hier drüber laufen und den Aufwärtstrend bekommen, das wäre dann das schöne Zeichen, dass der Markt tatsächlich auch nach unten laufen würde. Das wäre das Szenario, was wir auf die Oberseite sehen. Natürlich, wenn es die Unterseite ist, dann werden wir hier den Markt nach unten im entsprechenden Bereich auch sehen, dass der Markt nach unten tendiert. Erste Anlaufpunkte dann, wie schon gesagt, wir sehen es auch hier im Chart, die 0,73096. Heiko, einen schönen guten Morgen hier im Live-Webinar an alle, die hier auch live zuschauen. Wenn Sie mögen, stellen Sie ruhig eine Frage zu Ihrem Wunschchart. Ich nehme mir gerne die Zeit, den ein oder anderen Chart auch noch zu betrachten. Und damit kommen wir zum dritten Markt, zum dritten Wert, den ich vorbereitet habe. Und das ist der Kandollar Schweizer Franken. Wir haben die letzten Tage des Öfteren mal über Kandollar oder des Öfteren auch über Schweizer Franken gesprochen. Das ist sind zwei Währungen, die momentan doch relativ interessant sind. Jetzt muss ich nur, nein, US-Dollar ZAR hatten wir, den Schweizer Franken hatten wir schon. Wir schauen hier, da haben wir ihn. Was haben wir hier? Schön, wie Sie sehen es, mit dem ersten Blick. Wir haben einen tollen Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist momentan in seiner tiefen Korrektur. Gestern gab es hier ein Signal, dass der Markt von unten nach oben raus wollte. Also sozusagen ein erstes Indiz dafür, dass wir sozusagen eine Umkehr der Nachfrage sehen könnten. Und das wäre natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir das sehen, weil dann hätten wir nach oben hin das Potenzial, dass wir erstmal wieder hier Richtung dem alten Trend hochlaufen könnten. Das liegt hier oben bei 14,00275 in diesem Bereich. Bis dahin haben wir noch einige Tageshochs vor uns liegen, die dann nach oben natürlich für Dynamik sorgen könnten. Momentan sieht es nicht so aus, als wenn der Markt dieses Signal schon spielen möchte. Wir werden sehen, es ist noch relativ früh am Morgen. Von der Seite her warten wir hier einfach mal ab. Das heißt, die Oberseite, wie schon gesagt, wäre dann gegeben, wenn wir hier in der Stunde mehr Aufwärtsdynamik sehen würden. Das heißt, wir haben ja gestern schon mal gesehen, diese Aufwärtsdynamik hier nach oben untergeordnet, ein kleiner Aufwärtstrend, der tief korrigiert hatte. Das war die Kerze von gestern. Jetzt ist der natürlich erstmal gebrochen. Das heißt, das wäre für dieses positive Szenario oder ist für dieses
positive Szenario nicht ganz so vorteilhaft. Das heißt, hier an diesen Stellen brauchen wir natürlich immer den Blick auf die Gesamtsituation im Chart. Heißt, das wäre das erste Signal auf die Oberseite. Da brauchen wir in der Stunde einen Aufwärtstrend, dass das bestätigt wird. Haben wir jetzt noch nicht. Wir haben aber noch keinen massiven Abwärtstrend. Also müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten, weil diese Korrektur kann ja ohne weiteres auch noch nach unten laufen. Wir haben ja Platz bis hier runter bei 13,39,317 ist hier das Korrekturtief der letzten Korrektur. Bis dahin könnte der Markt ja korrigieren. Das heißt, wir haben hier das erste Signal aus der relativ tiefen Korrektur, wenn es sich nach oben fortsetzt, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte hier, die Tageshoch bis ins Hoch, erstmal zum aktuellen Trend hoch. Nach unten hin ist noch etwas Potenzial. Wir haben hier unten eine Unterstützung um das Tagestief vom 17.06. Heißt also hier bei 13,49,477 könnte der Markt ranlaufen und auch dort umdrehen. Wir werden sehen, was er macht. Nach unten hin ist etwas Potenzial, nach oben hin ist Potenzial, weil wir mittendrin stehen. Also hier auch für diejenigen von Ihnen, die die kleinen Zeiteinheiten traden, ist eine schöne Relation, weil wir hier natürlich jetzt einen Spannungsbogen haben. Der Markt dreht sich hier so ein bisschen, es ist nicht viel Bewegung da und dann haben wir sozusagen, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten auch schauen, gucken wir uns mal die Stunde an hier. Die Stunde ist halt noch abwärts gerichtet, das sehen wir ja hier im großen Bild, geht es nach unten und hier unten setzt sich das Ganze dann auch fort. Das heißt, das wäre das Ganze hier nach unten zu sehen und wenn man sich mal die 5 Minuten anschaut in den kleinen Trend der Stunde hinein, Sie sehen es, wie dynamisch die 5 Minuten momentan nach unten laufen und das sind so Spannungsbögen, die sich auch aufbauen. Und hier kann es halt passieren, zwei Dinge, auch in den kleinsten, in den 5 Minuten, entweder der Markt holt jetzt nochmal kurz Luft und schiebt nochmal richtig runter oder aber der Markt sagt, das war ist jetzt genug, wir drehen wieder rum, dann haben wir halt nach dieser starken Überdehnung nach unten eine Gegenbewegung und die könnten wir dann in den kleinsten Zeiteinheiten natürlich auch traden und dann sehen wir halt die Chartverläufe in der Stunde, das wäre dann hier so ein kleiner Rücklauf. Also hier gibt es so viel, da finden Sie so viele Handelsideen, die man machen kann, auch in den kleineren Zeiteinheiten. Wichtig ist, haben Sie immer den Trend im Hinterkopf und den Trend im Hintergrund, dass Sie mit dem Trend am besten traden, weil der Trend ist ja auf und diese Trades sind meistens die funktionieren. An dieser Stelle nochmal einen kleinen Blick in den Chat hier auf Facebook. Ich sehe keine Fragen zu irgendwelchen Charts. An dieser Stelle möchte ich mich dann wie jeden Morgen ganz, ganz herzlich für die vielen Live-Zuschauer bedanken. Auch für die netten Grüße hier an dieser Stelle. Morgen spätestens um 8 gibt es auch wieder den Blog-Eintrag auf der Seite von Tickmill. Sie können das natürlich auch direkt wieder über Facebook hier lesen. Und dann um 8.30 Uhr, bevor die Märkte richtig reinlaufen in den Handel, schauen wir uns die Setups nochmal ganz genau an. Also seien Sie morgen wieder dabei, wenn wir die Märkte live hier betrachten. Heute wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag, gute Trades und ich freue mich auf morgen. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Mike Seidel.